BMT mit so einem Trooper drin. Ah ja. Schade. Ja, Sir. Ah, hier wird gänzlich alles in die Luft kriegen. Oh Mann. Die GDI ist durchgebrochen. Schlagt Alarm. Viel Spaß beim Alarmschlag. Kane wird sich eh nur melden, wenn ich Aurora. Ich grüße Sie, Commander. Ich hoffe, Sie konnten Ihre bisherigen Erfolge auskosten, weil hier nämlich Ihre große Erfolgsgeschichte endet. Tragisch, befürchte ich. Da ist er wieder pissig. Zerstören Sie alle Nord-Gebäude. So. Zerstören Sie den Nord-Stützpunkt im Nordwesten. Okay, wird gemacht. Hier setzt man ein bisschen ab. Sehr schön. Sollte alles machbar sein. Sehr schön, die Luftverteidigung geht auch den Bach runter. Wir haben noch genug Einheiten, obwohl ich glaube, ich habe wirklich eine Menge verschwendet. Hier einige. Zerstören wir einfach die Aurora-Rakete, dann haben wir es hinter uns. Geht mal hier hin. Macht mal hier ein bisschen rum. Macht mal ein bisschen hier wüterig und dann hier. Ja, ihr alle könnt die Offensivstellung nehmen, damit ihr auch alle selbstständig irgendwo alles angreift. Ist kein Problem. Ja. Yeah. Los geht's. Kommt mal die hier mit hin. Zerstört alles, was euch in die Griffe kommt. Geht ihr auch mal in die Offensivstellung. So, damit werden sie alle Kraftwerke zerstören. Lag! Was denn jetzt? Gar nichts. Ja, Sir. Raps ist mal wieder mega pissig. Pflanzen wir einfach mal einen Spähtrupp hin. Ein bisschen Unterstützung kann nie schaden. Das zählt auch zum Dot-Gebäude, oder? Machen wir es einfach kaputt. Bereit. Ja, alles klar. Hier ist auch mal was los, oder? Du bist in Offensivstellung. Zerstört einfach mal einen Baum. Und du verteidigst. Du... mal den hier kaputt. Kein Problem. Und ihr zerstört mal alle Nordgebäude. Das hier ist kein Nordgebäude, oder? Das hier ist ein Nordgebäude. Das hier wohl auch. So. Neue Geheimdienstdaten. Aurora-Raketenarsenal. Zerstört die anderen Kraftwerke. Lasst die keine Chance. Ich habe so gut wie gewonnen. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Lasst mal hier einen Spähtrupp abwerfen. Warum nicht? Ist alles kein Problem. Jetzt können wir unser Geld verschwenden. Das ist alles kein Problem. Die da oben zerstöre ich gleich. Aber hier ist noch was zum kaputt machen. Wenn es zählt. So viel Ahnung habe ich nicht. Los geht's. Aber besser sicher. Sicher ist sicher. Nähere mich. Mach wieder einfach alles kaputt und dann werden wir sehen, ob es richtig war oder nicht. Aber schaden kann's nicht. Einheit wird angegriffen. Wo hier hinten kommen immer noch Panzer. Und hier ist ja auch noch was los. Also müssen wir hier auch noch mal vorbei. Bin unterwegs. So. Was macht ihr jetzt? Da
Sie ist nicht angreifbar. Das ist angreifbar. Macht man das vorher kaputt. So. Ich komme. Und jetzt mal das hier, weil irgendwie kommt der Einheit raus, habe ich so das Gefühl. Mach mal hier erstmal die Raketentrupps fertig. Die alle noch in Siebstellung. Und machen alles kaputt. Scharfschützenteam kann ich auch mal. Na? Geld genug? Fraps fängt mal wieder eine neue auf. Das geht ja schnell. So der Scheiß. Ich habe auch die Qualität ein bisschen höher geschraubt bei meinen Aufnahmen. Folglich sind sie größer und verbrauchen mehr Speicher. Was ist mit meinen Einheiten? Natürlich. Kommt mal alle hierher. So. Was kann ich jetzt schnell noch erledigen? Kann eigentlich nur warten, bis Geld reinkommt. Mach mal alles kaputt hier. Komm, jetzt wo alle da sind, geht das relativ schnell. So. Ab nach unten. Hier kommt ja wahrscheinlich immer noch was raus. Bin unterwegs. Das ist nicht so gut. So, zerstören wir die Basis und gewinnen unser Bonusziel. Warum auch nicht? Bonusziel erreicht. Und das war's. Ja, klasse. Ich hätte das gar nicht zerstören brauchen. So, was haben wir dafür bekommen? Aurora Raketenstützpunkt in Kairo. Ja, dritten Tiberiumkrieg. Fertig. Ja, am Arsch. So. Jetzt gilt es einfach nur, hier reinzustürmen. Ja. Dann sind wir fertig und können die nächste Mission anpacken. Ich möchte mal kurz einen Break machen. Stürm rein. So. Hier können wir noch was absetzen, oder wie sehe ich das? Bauen die überhaupt noch ab? Ja, du kannst wieder blaues Tiberium abbauen. Nähern uns Tiberiumfeld. Da ist wieder etwas. Dann könnte ich noch ein bisschen Spätrupps reinschicken. Alles kein Denk. Hier ist eh alles ausgeschaltet. Die können ein bisschen rumwüten. Ist kein Problem. Gönne ich den. Und schicke hier einen Trupp. Ja, das schicke ich auch gleich rein. Ist alles kein Problem. Zerstört. Zerstört, zerstört. Jetzt kommen die hochgefährlichen Mammuts. Alle haben sie etwas zu tun. Hier, mach mal das kaputt. Mach das kaputt. Hier. Und hier, mach das kaputt. So, damit die auch was zu tun haben. Fahren das rauf und Einsatzziel erreicht. Mission erfolgreich. Jetzt eben das gewonnen Logo. Das haben wir uns verdient. So, was kommt nun? Die Wertung. Ja, Spieldauer. Zerstören. Besetzen. Ja, alles erhalten. Bestätigte Berichte über den Einsatz von Massenvernichtungswaffen beunruhigen verständlicherweise die Menschen hier in Vancouver. Aber wie wir gerade gehört haben, konnte diese Gefahr in Nordafrika durch eine Reihe mutiger GDI-Angriffe gebannt werden. Nordeinheiten wurden in der Region zurückgedrängt. Wie wir allerdings auch erfahren haben, nähern sich Nordverbände inzwischen Sarajevo. Es wird sogar spekuliert, dass heimlich ein neuer Nott-Tempel errichtet wurde unter den Ruinen des alten Tempels, der im ersten Tiberiumkrieg zerstört wurde. Tut mir leid, aber ich betone, dass ich noch keine zuverlässigen Informationen über den Tempel in Sarajevo habe. Das haben Sie vom Kasabat-Labor auch gesagt.
Aber offensichtlich hatte schon irgendjemand diese Informationen. Offensichtlich. Aber ein simpler Kommunikationsfehler ist doch kein Grund für eine kontroverse Situation. Die Situation wurde bereinigt. Das versichere ich. Dexter. Heißt das, Sie treffen ab sofort alle strategischen militärischen Entscheidungen? So etwas nennt man voreilige Schlüsse ziehen. Hören Sie, werde ich etwa entscheiden, wie viele Panzer wir einsetzen oder welche Raketen wir abfeuern, welche unsere Tarnfarbe sein wird? Natürlich nicht. Aber ich werde ab sofort an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. Glauben Sie mir, Nott wird ernten, was es gesät hat. Mr. Boyle hat in einem Punkt recht. Nord wird ernten, was es gesät hat. Die Saat der Vernichtung der GDI. Rechtschaffenheit kennt nur eine Loyalität, die mit den Unterdrückten. Mit unserer heiligen Bruderschaft, den Erben dieser ruhmreichen Tiberium-Welt. Seht zum Himmel, meine Kinder. Im Osten beginnt ein neuer Tag. Jene, die glauben, werden erlöst werden. Interessant. Meine Entscheidungen hielt ich eben für richtig. Das verstehe ich, General. Aber ich kann nicht und werde mich nicht nochmal übergehen lassen. Commander, Sie kommen mir gerade recht. Ich habe mir Gedanken über unsere Strategie in Sarajevo gemacht und glaube, unsere Operationen brauchen mehr Präzision. Wichtigstes Ziel ist die Zerstörung des Nott-Tempels. Nein, das kommt nicht in Frage. Das hat uns bisher schon zu viele Leute gekostet. Vergessen Sie bitte diesen verdammten Tempel. Mag vielleicht sein. Aber ich glaube einfach nicht, dass wir aus diesen Verlusten bisher nichts gelernt haben. Unsere Truppen sind viel zu schwach. Wir können uns keine Lehrstunden mehr leisten. Wir können uns nicht mehr leisten, zu zögern. Hens Rede hat das deutlich gemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die GDI braucht einen überzeugenden Sieg, damit die Medien endlich mal zufriedengestellt werden. Und ich für meinen Teil habe vollstes Vertrauen, dass unser Commander das schaffen wird. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ja, Sir. Asim. Diese Mission ist vorsichtig ausgedrückt keine gute Idee. Wenn Sie sich darauf einlassen, sollten Sie von einem gesicherten Brückenkopf aus operieren. Kersey wird mit Ihnen die richtige Strategie durchsprechen. Viel Glück. Ja. So eine Medienschwuchtel. Im Zweiten Tiberiumkrieg errichteten wir eine vorgeschobene Basis in Kroatien. Sie steht unter schwerem Beschuss von Nord. Aber wenn Sie sie sichern können, schicken wir Verstärkung, um unsere Position in der Region zu festigen. Wenn uns das möglich ist, können wir Nords Nachschub unterbrechen und wir können Kanes Versteck in Sarajevo ausräuchern. Viel Glück, Commander. Halten Sie durch. Okay. Was gilt es zu tun? Wir haben Kroatien. Was können wir hier machen? Tja, Commander, Sie sind im Gebiet von Nott. Passen Sie auf sich auf. Unsere Basis in Kroatien hat Probleme. Nott hat die Kraftwerke sabotiert und unternimmt einen Angriff nach dem anderen. Halten Sie vor Ort die Stellung. Wir schicken Ihnen umgehend mit einem MBF Verstärkung. In Ordnung. Aber vorher muss ich noch was korrigieren. Fraps. Bis gleich. Fraps hat mordsmäßig Scheiße gebaut und jetzt ist alles asynchron. Jetzt darf ich das alles schneiden. Na, das wird super. Ich breche an dieser Stelle die Aufnahme ab. Bis zum nächsten Mal, euer Hellrider.